Als ich 21 war, wurde bei mir eine unheilbare Krankheit namens Myopathie diagnostiziert. Jetzt sitze ich im Rollstuhl. Ich konnte das Haus nicht verlassen und deshalb nicht ins Büro fahren. Aber jetzt nutze ich den Orihime-Roboter. Ich kann von zu Hause aus Büroarbeiten erledigen und mich um Kunden kümmern. Ich bediene den Orihime-Roboter von meinem Computer aus. Mit einem Swipe bewege ich seinen Kopf. Und über das Mikrofon kommuniziere ich. Ich denke, für Menschen mit Behinderung ist das eine sehr gute Art zu arbeiten. Ab der 4. Klasse konnte ich 3,5 Jahre lang nicht zur Schule gehen. Ich fühlte mich einsam. Deshalb wollte ich etwas erfinden, das es möglich macht, auszugehen, selbst wenn man sich schlecht fühlt. Das war der Orihime Robo. Der Robo erweitert die Fähigkeiten seiner Nutzer. Ich denke, er ermöglicht eine Zukunft, in der sie sich selbst verwirklichen können. Toyota glaubt nicht, dass Roboter Menschen ersetzen. Wir glauben, dass sie unsere Fähigkeiten erweitern und verbessern. Aufgrund meiner Behinderung musste ich viele Dinge aufgeben. Aber jetzt kann ich überall hingehen und jeden Job machen, den ich möchte.